Hallo Leute, heute kommt ein Video, also ein Zwischendurch-Video. Da stellen wir, hätte ich gesagt, einen Mann und eine Frau, wo dann im Fitnesscenter arbeiten, weil die ganzen Gebäude, die sind ja jetzt ja, sehr leer. Und da habe ich mir gedacht, machen wir einen Mann und eine Frau, wo im Fitnesscenter arbeiten. Ja, den Mann hier kommt euch ja bestimmt schon bekannt vor. Zufälligerweise kam der jetzt schon. So, fangen wir erstmal an mit der Frau. Dann würde ich mal sagen. Omiva! Nee, du brauchst eine Ambilia Askena. So, dann die Farbe. Bisschen bräuner. Ja. So, genau. So. Irgendwas so mit dem Zopf oder so. Genau, so passt es. Gibt es ja auch so ein komplettes Fitness-Outfit. Oder? Wer ist denn jetzt mit der Maske? Lieber nicht. So, dann brauchst du ja Ohren gar nicht. Bei Sport sieht man ja sowas gar nicht an. Ketten auch nicht, Brille auch nicht. Okay. So. Beim Sport tut man sich ja auch nicht schminken, also lassen wir das auch mal weg. Ups. So, dann kommen wir mal zu den Klamotten. Also mal gucken, ob ich das finde, dass die Kleidung ziemlich gleich ist. Das ist ein T-Shirt. Zum Beispiel so eins hier. Na, schwarz hier fällt aber nicht so auf. Ich kenne irgendwie eins, wo richtig gut auffällt. Okay, lassen wir mal das so. Das wird bestimmt der Mann ja dann auch haben. Natürlich muss ich sportlich sein. Dann kommen wir mal zu der Hose. Irgendeine neutrale Hose. Gibt es die dann auch in einer schönen Farbe? Na, irgendwas mit Gelb dann. Sieht, passt es nämlich dann oben dazu. Ja. Okay, und die Schuhe? Das sind doch super Sportschuhe. Oder gibt es da irgendwie Gelb noch mit dazu? Nee. Oder so. Clownschuhe. Nein, liebe nicht. Irgendwo irgendwas mit Gelb oder so. Dann hätten wir immer wieder dasselbe. Das sind doch. Naja, gut sieht es jetzt nicht aus, aber irgendwas mit Gelb auf jeden Fall dabei. Ach so. Ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir das mal so. Ja. Was ist das hier? Okay. Hm.
So, was machst du denn Schönes? Sport natürlich, würde ich sagen. Du bist immer fröhlich. Aktiv. Und, was machen wir noch? Ehrgeizig, das passt, glaube ich. So, Nachnamen noch mal schon mal Fitness ändern. So, genau. Und wie nennen wir dich denn? Und ich einfach mal Lisa. Okay, dann wäre schon mal der erste fertig. Also, die Frau wäre schon mal fertig. So, jetzt müssen wir noch mal einen Mann erstellen. Queen Berengenil. Schlo So. Oh Gott, was hast du denn alles an? Ne, das kriegen wir hin. Aha, Benaya. So, deine Ziele sind natürlich auch Sport. Aktiv. Pashma. Wir natürlich nicht die gleichen machen wie die Frau. Grenier. Und was machen wir hier noch? Schiffer. Oberoi. Okay. So, dann gucken wir mal. Dann machen wir erstmal hier deine. Ja, erstmal machen wir den Bart hier weg. Genau. So. Dann die Frisur. Was nehmen wir denn für eine Frisur? Naja, das sieht nicht so super aus. Irgendeine kurze. Okay, ich wollte grau, irgendwie so ein bisschen, dass er ein bisschen älter ist. Nicht? Und die sieht auch nicht so super aus. Nee, ich glaube, den machen wir auch noch relativ jung. Oh Gott, ein Pumuckel. Man kriegt schwarze Haare. Aber, ne, ich glaub, da ist echt die eine Frisur eigentlich ganz gut gewesen. Ist vom Prinzipiell her. So. Okay, Bart lass mir ja. Na gut, dann machen wir einen kleinen Bart. Auch weg. Können wir so lassen. Ne, ne, eine Brille natürlich nicht. So, machen wir noch die. So, jetzt habe ich die Augenfarbe. Ja, so. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das gleiche Shirt auch finden. Hier ist mal. Nee, anscheinend nicht. Ich dachte jetzt irgendwie, dass die auch. Ach, guck mal da, perfekt. Das ist doch auch. Das ist natürlich sehr gut. So, dann eine Hose. Hatten wir die hier? In grau-gelb. Und die Schuhe. Die haben auch echt fast die gleichen Schuhe. Aber wahrscheinlich. Ja. Gibt es die, wenn man nicht. Ja, das sind ja keine Sportschuhe. Was machen wir die hier? Ne, auch. Na, ne, lass mal die hier. So, dann müssen wir aber erstmal gucken, dass wir die. Dem alles wegmachen. Genau, so.
Da muss natürlich auch durchtrainiert sein. Okay. Gut, dann haben wir schon mal die zwei. Jetzt weiß ich gar nicht, man konnte doch irgendwie so ein Schloss oder so drin machen. Dass sie immer nur dieses Outfit anhaben. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Sind wir jetzt nochmal zusammen? Okay, so, sind das schon mal die zwei, was im Fitnesscenter arbeiten werden? Und jetzt gucken wir mal, dass wir die auch einziehen lassen können. Und hier ist das Fitness. Wie, da sind schon zwei drin, oder was? Geht denn das? Dann tun wir die anderen mal rauswerfen hier. Achso, also, achso. Okay, dann müssen die erstmal hier hin. Geben wir einen kleinen Cheat ein und dann tun wir die einfach umziehen lassen. Na, was habt ihr jetzt? Ich will doch gar nicht reißen mit denen. Ist irgendwas Falsches gerade gedrückt? Anazuki, Sugar Blue. Meh. So, gib mir nochmal einmal ein. Sugar Blue. Meh. Arpanaya Banangrabe. Okay, das ist schon mal super, dass ihr euch versteht. Ups. So, und jetzt können wir umziehen. Haushalt umziehen lassen. Ja, jetzt hört man auf hier rumzubabbeln. Es muss gearbeitet werden. Okay, so, jetzt probieren wir es nochmal. Die hier schon mal rauswerfen. Das dachte ich nicht, dass bei leerstehenden Häusern die anderen Sims einfach mal einziehen. Aber jetzt weiß man es ja. So, da kommt euer neues Zuhause. Mal schauen, ob ihr euch hier wohlfühlt. So, machen wir erstmal hier. Dann kannst du schon mal hier an der Bar arbeiten. Du oder du nicht? So, und du kannst mal hier die Geräte ausprobieren, ob die alle passen. Also ein kleines Fitnesscenter. So, machen wir hier die Nachrichten an. Können wir hier so ein bisschen Yoga machen. Aufbänder, die Boxsäcke sind hier. Können wir hier trainieren, ein bisschen warten, Zeitung lesen. Okay, es ist keine Zeitung da, aber man kann sich das Ding hier angucken. Und hier ist Empfang. Achso, den kann man gar nicht. So, na gut. Und dann geht's hier hoch. Männer und Frauen. Dann haben wir hier die Männerumkleider mit Dusche und Toilette und die Frauenumkleider. So. Und so sieht das Ganze von außen aus.
Ah, haben wir schon den ersten Gast? Ja, hier drüben seht ihr noch die DDR-Grenze. Gibt es ja auch schon ein Video dazu. Das kann man hier, glaube ich. Nee, hier kann man nicht komplett wandern. Na, hier ist die Kirche. Nee. Naja, gut. So, was macht ihr Schönes? Sie haben ja gar keine Küche und so. So ein Pausenraum wäre eigentlich auch cool gewesen. Naja, gut. Ist halt jetzt so. Die werden, glaube ich, trotzdem überleben. Wenn nicht, können sie ja irgendwie immer auswärts essen gehen oder so. Na gut, dann wäre das hier schon mal mit. Könnten noch so Parkplätze eigentlich hinmachen. Haben wir einmal. Was haben wir denn da? Genau, das ist nämlich weiß. Machen wir hier gerade Parkplätze hin. Da geht es ja wieder wahrscheinlich nicht. Genau. Okay, jetzt haben wir hier sogar Parkplätze. So, na gut, dann, dass es wieder nicht zu lange wird, haben wir jetzt sie schon mal einziehen lassen. Die können jetzt hier arbeiten und können glücklich sein. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, hoffe ich mal, beim nächsten Video wieder. Vergesst den Abo-Knopf nicht und die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Bis dann schon mal eine gute Zeit. Ciao.